Ach ja. So. Mache ich jetzt mal hier Video. Mal ein bisschen was anderes. Aber dank Corona kann man ja nicht so viel machen. Und ich wollte jetzt hier noch mal ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen ja, quatschen. Wer hätte das gedacht? Ich chill mich jetzt mal irgendwo hier hin. Und werde jetzt mal die Drohne hier rauslassen. Ich könnte natürlich auch da vorne... Ach, ich mach's hier. Hier störe ich niemanden. Hier benutze ich wenigstens mal das Teil hier. Schließlich habe ich mir das, will ich das ja auch nicht umsonst gekauft haben. So. Ja, ich habe natürlich jetzt die GoPro auf dem Kopf, wie so ein Behindi. Aber irgendwie muss ich ja auch mal hier ein bisschen was mit Ton aufnehmen. Und darum dachte ich, ich kann mir dann auch wenigstens mal hier ein bisschen so das alles mal so ausprobieren. So. Jetzt sind die natürlich gerade hier am Säen. Ich weiß noch nicht, ob man das jetzt sieht, wegen der GoPro-Einstellung und gegen die Sonne. Ich hoffe, dass ich den da nicht störe beim Säen oder sich irgendjemand beschwert, dass ich die ja beim Säen filmen würde. Hallo. Das klappt ja alles wieder einwandfrei hier. So. Nee, weil ich bin im Moment viel mit der Drohne umfliegen. Man kann ja nicht wirklich Quad fahren. Die KFX ist gerade in Reparatur. Die KVF macht so auf der Straße keinen Spaß. Wegen Corona soll man sowieso zu Hause bleiben. Und deswegen nutze ich die Zeit, mich ein bisschen mit der Drohne auseinanderzusetzen, dass ich damit auch vernünftig fliegen kann. So. Ja, klar. Nee, jetzt ganz sicher nicht aktualisieren. Das fällt dir aber früh ein. So. Ja, der Grund, weshalb ich mir die GoPro auf den Kopf geschnallt habe, ist eigentlich, dass ich vielleicht dann auch mal so ein bisschen aus meiner Perspektive, wenn ich auf Sicht fliege, filmen kann. Nur kann sein, dass sie dafür zu tief eingestellt ist. Homepoint hat es auch schon, wunderbar. Weil ich denke mal, Ton kann ich auch mit dem Handy aufnehmen. Weil ich mache das inzwischen einfach, damit euch dann nachher im Video die Daten angezeigt werden. Immer mit Bildschirmaufnahme. Zack. Flugmodus mache ich auch ein, dass mir keiner auf den Sack geht hier, während ich fliege. Und dann können wir eigentlich starten. Sollten wir zumindest können. So. Hier scharf stellen. Das ist natürlich jetzt genau gegen die Sonne. Das ist natürlich wunderbar. Aber ich werde euch sowieso nachher die Drohnenaufnahmen reinschneiden als Hauptding. Da werde ich wahrscheinlich die Bildschirmaufnahme, die wieder Faxen macht. Ich habe irgendwie Probleme, das ist ja manchmal. Ich glaube, ich muss doch nochmal ein anderes Kabel nutzen. So, mal ausprobieren. So. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwo am Arsch der Welt rumfliege, was man natürlich nicht macht. Man fliegt ja in Deutschland auf Sicht. Dass man dann hier ständig Bildschirmabbrüche kriegt. Ne? Mal ein bisschen fliegen üben hier. Was hat denn jetzt schon wieder? Ja, manchmal checke ich noch nicht ganz, was die Drohne von mir will. Aber... Darum geht es jetzt erstmal nicht. Ein frisch gesätes Feld hier. Herrlich. Kann ich natürlich jetzt nicht so rumpezen. Normalerweise baller ich hier richtig schön über den Acker in Tiefflug. Aber wenn die jetzt noch hier am Säen sind, kann ich natürlich
keine Nahaufnahmen machen, das wäre ein bisschen assi. Ne? Ich will auch nicht bei der Arbeit gefilmt werden. Sonst müsste ich nachher erst nachfragen, ob ich das veröffentlichen darf. Und dann sagt er nachher noch nein. Und dann habe ich alles umsonst aufgenommen. Und eigentlich ist es auch wieder viel zu warm in der Sonne, meine Güte. Ja. Ich fliege ein bisschen schräg, die Drohne. Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich komplett die Aufnahmen nehme, die ich jetzt mache, oder ob ich da nochmal zwischendurch ein paar andere Aufnahmen reinschneide von anderen Tagen, wo ich geflogen bin. Aber die fliegt doch schräg. Was ist denn da los? So windig ist es doch gar nicht. Fliegt doch nicht gerade schnell. Vielleicht sollte ich doch mal mir angewöhnen, nicht im Sportmodus zu starten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie da ein bisschen Faxen macht. Die fliegt schräg. Warum fliegt die denn jetzt schräg? Aber irgendwie manchmal ein bisschen verwirrt hier. Egal. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen reden, und zwar über die Drohne, weil ich habe die jetzt auch schon... Boah, jetzt kräht der Andi die ganze Zeit, ich werde bekloppt, ey. Habe ich schon vor Wochen ein Video aufgenommen, wo ich ein bisschen was über die Drohne erzählt habe und was ich damit vorhabe. Das Problem ist, das wollte ich halt erst veröffentlichen, wenn ich einen Skin habe, den ich mir erstellen lassen habe. Und das Problem ist, dieser Skin, der scheint wohl wegen Corona nicht anzukommen. Der liegt nämlich, also ich habe den vor 8 Wochen bestellt. Und laut der Sendungsverfolgung, guck mal, da fährt gerade jemand im Auto. Das ist wahrscheinlich hier einer von denen hier mit der Sämaschine. Die hat nämlich wohl angeblich eben Faxen gemacht. Ich wollte eigentlich erst filmen, wenn der fertig ist mit Säen. Aber irgendwie hat die Sämaschine Faxen gemacht. Deswegen sind die jetzt hier seit 3 Stunden auf dem einen Acker zugange. Deswegen habe ich gedacht, das filme ich einfach. Mir scheißegal. Mach halt keine Nachaufnahmen und dann ist gut. Ich sehe auch gerade, ich filme die ganze Zeit gar nicht. Jetzt habe ich euch gar kein Material hier in 4K von der Drohne. Ne, 2,7K, ich filme ja nicht 4K, das schafft mein Rechner nicht. Blöd gelaufen. Kriegt ihr wohl erst ab jetzt gutes Material. Und warum ist die Verbindungsfehler schon wieder hier? Ich check es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt ein neues Kabel. Ja, so läuft das hier auf dem Land. Und dann wundere ich mich, warum die Verbindung immer abbricht. So, wo ist die Drohne? Da oben. Gut, ich meine, ist die Sichtweite. Ach, ja, ja. So. Getrennt. Ich weiß echt nicht. Irgendwas stimmt mit meiner Familie auch nicht. Okay, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber das jetzt? Ich bin jetzt zwischendurch mal mit meinem GoPro-Kabel geflogen, das ich dann hier unten in den USB-Slot eingesteckt habe. Das Problem war einfach nur, dass das GoPro-Kabel hier so weit absteht, das ist mega unhandlich dann. Das geht gar nicht. Aber der kriegt das gerade nicht hin. Okay, dann muss ich jetzt, gut, dass ich mal wieder nicht so weit weg bin, dann muss ich mal eben kurz neu connecten. So. Das soll natürlich nicht passieren. Ich hätte natürlich auch die Flöcke in den Boden hauen können. Ja, immer schön rückwärts fliegen, dann meckert die nicht wegen Distanz. Ah, genau, das sollte nicht passieren. Ich meine, ich habe die Flöcke hier liegen, aber das wäre natürlich zu schlau. Ich sau alles mit Sand voll, ne? Ich fliege hier seit Wochen, immer Probe, nie ist was passiert. Jetzt mache ich ein Video, geht alles daneben. Das ist doch hier... schrecklich. So, gehst du jetzt hier aus? So, du bist aus. Du bist aus. Machen wir mal kurz hier.
Ach, was hast du denn für Probleme? Ich wollte eigentlich hier so ein Excel-Video machen. Jetzt fällt da wieder nichts raus. Machen wir einmal hier alles kurz dicht. Einmal alles schließen, zack. So. Jetzt verbinden wir dich nochmal neu. Connecting. Zack. Datenübertragung. Überall Sand. Jetzt muss ich nachher alles erstmal sauber machen. Das ist der Vorführeffekt. Alles geht schief. Solange nichts kaputt geht, ist ja gut. Bildschirm drehen. So, hier, zack. Bildschirmrekorder, damit ihr seht, was Sache ist. Starten. So. Und zack, Bild schon wieder abgebrochen. Was soll das denn? Ich glaube, ich muss echt... Diese Seilkabel, die bringen nichts. Ich muss echt unten übers USB-Kabel gehen. Da muss ich mir halt nochmal ein neues Kabel bestellen. Ach, ist das zum Kotzen. Egal. So ist das nun mal. Und jetzt bin ich auch wieder völlig raus. Ich wollte eigentlich erzählen. Genau. Ich habe einen Skin bestellt aus... Achso, ich bin wieder im Sportmodus. Erstmal wieder in den. Sport. Genau, ich... Ne, die Verbindung bricht ab. Ich kann nur auf Sicht fliegen, gegen die Sonne. Ich drehe mich um und fliege da vorne irgendwo ein bisschen rum. Da taugt doch sonst hier nichts. Dann fliege ich da ein bisschen auf Sicht. Einfach nur ein bisschen hier Kreis fliegen. Wahrscheinlich ist sie jetzt schon wieder so weit weg, man sieht es auf der GoPro eh nicht. Oh, ist doch zum Kotzen, ey. Nichts klappt, ey, nichts klappt. Und ich bin schon wieder vom Thema abgewichen. Also, ich habe mir einen Skin aus Amerika bestellt. Dieser Skin ist nach, also für die Drohne, ist klar, ne? Dieser Skin ist dann nach, was war das? Nach ein paar Tagen, 3-4 Wochen ist der dann in Deutschland angekommen. Mit der Sendungsverfolgungsnummer konnte ich dann sagen, okay, das Ding ist in Frankfurt am Main bei der Deutschen Post, also nicht Deutsche Post, bei der DHL angekommen. Ich dann geguckt, warum passiert denn nichts? Bei der DHL angerufen. So, euer Paket liegt jetzt inzwischen 3 Wochen später, seit 3 Wochen in Frankfurt am Main. Und die so, wissen wir nichts von, geben Sie mal die Sendungsverfolgungsnummer. Ich habe die Sendungsverfolgungsnummer gegeben und es passierte nichts. Die sagen mir einfach nur, wir können das nicht verfolgen, das ist keine internationale Sendungsverfolgungsnummer und das Paket kommt ja nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika. Also können wir Ihnen leider nicht sagen, wo Ihr Paket ist. Sie müssen sich mit dem Absender in Verbindung setzen. Ich habe mich mit dem Absender in Verbindung gesetzt und die schreiben nicht zurück. Okay, ist die Verbindung wieder weg? Das ist natürlich schlau, wenn jemand abbricht und ich bin so weit weg. Egal, ich dann natürlich wieder mit dem Absender in Verbindung gesetzt. Und die in Amerika antworten nicht. Sei es wegen Faulheit oder Corona, keine Ahnung, sie haben auf jeden Fall nicht geantwortet. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo zum Teufel dieser scheiß Skin ist. Und deswegen, ja, habe ich das Video seit ungefähr 8 Wochen auf dem PC liegen und kann es nicht fertig produzieren, weil ich es halt fertig machen wollte, wenn ich meine Drohne fertig habe. Weil ich die eigentlich euch vorstellen wollte, offiziell, wenn alles soweit ready ist, wie ich es haben möchte. Dazu gehört halt, weil dass die... ich sollte vielleicht mal den Bauch einziehen, wenn ich hier so stehe. Dazu gehört natürlich, dass ich einmal einen Skin habe, dass die nicht aber nur grau ist. Und, wie ihr schon seht, ich habe rote Flügel. Warum habe ich die roten Flügel nur hinten? Weil ich so schlau bin und schon welche kaputt geflogen habe. Ja, ich habe Gott sei Dank mir 4 rote Flügel geholt, weil ich habe natürlich auch die original schwarzen 4 Stück. Und dadurch habe ich insgesamt 8 und ich habe davon schon insgesamt 2 kaputt geflogen. Und jetzt habe ich halt noch 3 rote und 3 schwarze und jetzt fliege ich halt immer mit 2 verschiedenen Farben. Weil mir kann nichts anderes übrig bleibt.
Aber ja, es ist ein bisschen, die Leute sagen auch immer, ich sollte mal Vlogs machen. Ich sollte mich aufs Quad setzen und was erzählen. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, was ich hier für eine Scheiße sammle. Ich kriege es überhaupt nicht geschissen, hier vernünftig zu fliegen und auch nur halbwegs interessante Aufnahmen zu machen. Ich fliege ja die ganze Zeit nur hin und her. Und dabei noch zu reden. Ich habe mir vorher überlegt, was ich so erzähle. Und ich kriege es nicht hin, weil ich überhaupt, ich bin nicht multitaskingfähig. Also Vlogs kommt für mich nicht in Frage. Und damit bin ich auch eigentlich schon beim nächsten Thema. Ich habe ja natürlich auch auf die Anfragen von vielen Leuten schon so, ne? Ja, vielleicht sollte ich ja echt mal mir überlegen, ob ich mal so einen Vlog mache. Das Problem ist nur, mein Quad ist zu laut. Ich habe kein Geld, also Geld habe ich schon, aber ich habe kein Geld über, mir noch so einen scheiß Mikrofonadapter für meine GoPro zu kaufen. Nur um dann ja aufzunehmen, was ich zu erzähle. Und wenn ich meine GoPro außen am Helm habe, versteht man kein Wort, selbst wenn ich an der Ampel stehe, weil die KFX einfach zu laut ist. Und ja, ich habe natürlich auch schon früher mal, ganz am Anfang, mal versucht, einfach mit einem anderen Gerät, zum Beispiel mit einem Handy, einfach den Ton aufzunehmen und dann nachher drüber zu schneiden. Mein alter Helm ist so winddurchlässig, dass die Windgeräusche so laut sind und auch die Quadgeräusche, die noch im Helm ankommen, dass man nichts verstanden hat. Das heißt, ich habe bei meinem alten Crosshelm nicht mal die Möglichkeit gehabt, wenn ich wollte, ein Mikrofon so im Helm anzubringen, dass man mich hätte verstehen können. Und jetzt habe ich einen neuen Helm, den Enduro-Helm. Damit könnte ich das vielleicht nochmal ausprobieren, aber im Moment habe ich einfach nicht die Zeit dafür. Und wir dürfen ja, oder wir sollen ja eh nicht so viel rumfahren wegen Corona. Meine KFX ist auch gerade nicht fahrbereit. Die steht beim Kollegen in der Werkstatt. Oh oh. Heißt also, mit dem daraus wird eh nichts. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wenn ich jetzt jeden Tag zum Üben, weil ich eh zu Hause nicht weg kann. Also ich muss noch arbeiten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Homeoffice haben. Aber ich habe ganz regulären Urlaub. Deswegen sitze ich halt zu Hause, weil ich nicht so hin darf. Und ich filme auch gerade wieder die ganze Zeit nicht. Oh Mann, ist das peinlich, ey. Deswegen keine spannenden Aufnahmen für euch. Ich schneide noch andere Aufnahmen rein. Ja, ich werde dann also... jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Wie können die Leute vloggen? Ich verliere ständig den Faden. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Ah ja, genau. Ja, ich habe halt Urlaub, bin deswegen zu Hause, weil ich einfach so nichts groß unternehmen kann. Fliege im Moment jeden Tag mit der Drohne, um ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Und dass ich halt nicht so schnell irgendwelche Unfälle baue, weil ich einfach da ein bisschen mehr Erfahrung habe beim Fliegen. Und, oh, das sind Bäume. Wie lange kann ich überhaupt noch? Da ich das Bildschirm ständig abbricht? 3 Minuten. Okay, 3 Minuten kann ich noch erzählen. Ja, deswegen habe ich da einfach gedacht, ich könnte ja eben einfach mal ein bisschen erzählen, während ich mit der Drohne rumfliege. Ich habe tatsächlich auch sehr unterschätzt, wie inkompetent ich dabei bin, zu fliegen und zu erzählen. Das musste ich jetzt gerade feststellen und ich hoffe, das Video kommt halbwegs gut rüber. Und ich habe auch, glaube ich, nur 2 Themen erzählt, die ich ansprechen wollte. Das dritte habe ich schon wieder vergessen, weil ich nicht nachdenken kann beim Fliegen. Ja, wo bist du da? Ja, es ist natürlich echt scheiße hier mit dem Bildschirm. Da muss ich mir echt was überlegen, da muss ich mir doch nochmal ein anderes Kabel holen. Es liegt dann wahrscheinlich wirklich an dem Anschluss hier. Der ist wahrscheinlich Fratze. Ich habe die Drohne natürlich gebraucht gekauft, weil ich habe auch, ich habe das Geld nicht über mir, so ein 40 Euro oder was der inzwischen nur noch kostet, für eine GoPro zu holen, damit ich ein Mikrofon anschließen kann. Da kann ich mir natürlich auch keine neue DJI Mavic Pro holen. Die ist natürlich gebraucht. Und da, die habe ich auch nur genommen, weil ich ein super Angebot von Kollegen bekommen habe. Sonst hätte ich die nicht genommen. Weil ich einfach nicht das Geld für eine Drohne über hätte. Ja, soweit dazu. Ich werde mich jetzt mal langsam um den Rückflug machen, weil ich habe nur noch 3 Minuten und ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Video insgesamt ist und ich will eigentlich nicht zu lang werden. Und ihr dürft jetzt nochmal zuschauen bei dem letzten Versuch, auf der nicht am Boden befestigten Plane zu landen, was natürlich super klappen wird. Gehen wir auf den Nicht-Sport-Modus. Das ist ja vielleicht ein bisschen einfacher.
Und in diese Plane, die holt man sich eigentlich, damit man auf staubigen Boden landen kann, ohne dass so viel Staub in die Propeller gewirbelt wird. Nur deswegen habe ich den. Jetzt seht euch das mal an. Der ganze Staub liegt da oben drauf. Das war nicht gut überlegt. Ja, jetzt beschwert die Drohne sie auch, dass sie keinen Akku mehr hat. So müsste das aussehen. Vielleicht sollte ich in Zukunft auch die Flöcke benutzen. Jetzt muss ich erstmal alles vom Staub reinigen. Die Drohne müsste relativ staubfrei sein, aber die Fernbedienung, mein Handy, die Abdeckung für die Kamera, alles versaut. Das darf ich erstmal putzen. Aber gut. Guck mal, die Fernbedienung hat auch nur 16% Akku. Die kann ich auch mal wieder laden. Ja, aber damit haben wir's. So, Bildschirmaufnahme aus. Und das auch aus. Und das aus. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wann der Skin für die Drohne kommt. Dann kommt noch ein weiteres Video, wo ich mehr erkläre. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wann das passieren wird. Ich habe den vor 8 Wochen bestellt, den Skin. Und keiner ist, aber, ist erreichbar oder kann mir sagen, wo der ist. Mal schauen. Gut, soweit dazu. Und dann mal schauen, ob so ein Video nochmal kommt. Je nachdem, wie es euch gefällt.